Ja. Du beobachtest die Leute, hä? Sehr schön. Ja. Okay. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. So kündigt Gott sein Kommen an und so hören wir auf sein Wort. Heute sind wir eingeladen, den zu feiern, der uns so angekündigt wird. Ein König, der uns dienen will, ein Herrscher, dessen Macht die Liebe ist, ein Richter, der Vergebung schenkt. Ihm gelten unsere Lieder, unser Dank, unsere Bitten, unser Sehnen und unsere Hoffnung. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Seien Sie alle, seid alle ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, dem ersten Gottesdienst im neuen Kirchenjahr am ersten Advent. Wir wollen uns das vor Augen führen. Es beginnt wirklich etwas Neues. Das Alte, was hinter uns liegt, dürfen wir zurücklassen, dürfen uns freuen auf die Adventszeit, auf die Weihnachtszeit, die heute beginnt. Und es ist schön, dass auch ihr, liebe Konfirmandinnen, Konfirmanden, mit dabei seid, jedenfalls ein Teil davon. Marie Lücke macht gerade Konfirmandenpraktikum. Für die anderen ist es noch nicht möglich. Dich möchte ich mal bitten, nach vorn zu kommen. Und zugleich auch das Singteam. Und ich möchte dich jetzt gleich mal bitten, eine Kerze am Adventskranz anzuzünden. Das ist ein Zeichen dafür. Jesus ist da. Er schenkt uns sein Licht. Er macht unsere Dunkelheit hell. Und so dürfen wir in dieser Freude auch diesen Gottesdienst am ersten Advent begehen. Oh.
Jesus lädt uns ein und wir dürfen ihm begegnen. Und wir werden aufgefordert, im Psalm 24 die Türe unseres Herzens ihm zu öffnen. Und so wollen wir jetzt auch einen Abschnitt aus Psalm 24 im Wechsel miteinander sprechen. Und ich bitte Sie und euch, jeweils die eingerückten Zeilen zu lesen. Ja, ruhig nochmal dazu bitte aufstehen. Sehr schön. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wer ist der König der Ehre? Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wer ist der König der Ehre? Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Beten wir weiter. Guter Gott, nun beginnt sie wieder, die Zeit der Vorfreude auf Weihnachten. Wir schmücken unsere Wohnungen und Häuser. Wir bereiten uns vor. Wir wünschen uns so sehr, dass unsere Vorbereitung gelingt, dass unsere Adventsbräuche Freude machen, dass wir auch unsere Kraft einteilen, uns nicht übernehmen, dass die Freude auch in der Corona-Zeit in uns langsam wächst. Wir bereiten uns vor, guter Gott, voller Vorfreude auf dich und machen uns auf, zur Ruhe zu kommen. Wir machen uns auf, die Stille zu finden. Wir machen uns auf, die Krippe zu finden. Und wir bitten dich, sei bei uns auf diesem Weg. Leite uns aus der Zerstreuung heraus, führe uns dir entgegen. Höre uns, wenn wir in der Stille jetzt zu dir beten. Danke, Herr, dass du uns hörst. Amen. Die Schriftlesung steht heute in Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachte die Eselin und das Füllen und legten sie ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihnen voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jetzt hören wir wieder das Singteam.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, worauf warten wir in diesen Tagen der Adventszeit? Freuen wir uns schon auf das Christfest, auf das Weihnachtsfest, das bevorsteht? Auf etwas oder auf jemanden zu warten, das ist oft ein sehr schönes Gefühl. Wenn der Sohn oder die Tochter nach mehreren Monaten Auslandsaufenthalt wieder daheim ist, wenn das dann möglich ist in der Corona-Zeit. Oder wie es sein wird, wenn das erwartete Kind endlich auf der Welt ist. Wenn es schwierig ist zu warten, malt man sich diesen Augenblick der Freude, der Lösung, der Befreiung aus. Man erlebt die Freude auf das, dessen, auf das man sich freut, schon vorweg. Aber manchmal ist die Vorfreude besser als das, was dann tatsächlich eintrifft. Aus Vorfreude kann Enttäuschung werden, wenn das, was man sich gewünscht hat, eben nicht eintrifft. Wenn wir etwas erwarten, uns auf etwas freuen und das nicht eintrifft, dann können wir enttäuscht werden. Und manche Menschen sind so oft enttäuscht worden, dass sie sich das nicht noch einmal antun. Und dann ist es schwer für diese Menschen, sich überhaupt über etwas zu freuen. Das Volk Israel erwartete einen besonderen König aus dem Haus, aus dem Geschlecht Davids. Und die Israeliten sagten damals, wenn der kommt, dann wird alles besser. Und die hatten auch einen Großteil der Heiligen Schrift des Alten Testamentes auf ihrer Seite. Schon auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Buch Mose,
wird angekündigt, er wird voller Pracht und Herrlichkeit über ganz Israel herrschen. Er wird die Völker besiegen, sie werden ihm folgen. Er wird in Gerechtigkeit richten und besonders den Armen in seinem Volk Frieden bringen. Er wird den Kindern der armen Menschen im Volk helfen. Er wird für Gott einen Tempel bauen. Er wird ewiger König sein. Er wird ein wunderbarer Ratgeber sein, ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Friedensfürst. Wenn der Messias kommt, dann wird alles besser. Die Bösen werden bestraft, die Guten werden belohnt. Dieser Messias kommt mit Macht und Stärke, mit königlichem Glanz, mit Taschen voller Geschenke für seine Anhänger. Wenn der Messias kommt, wird alles besser. Wirklich? Im heutigen Bibelabschnitt in Sacharja 9, Vers 9, lesen wir Folgendes über den Messias. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen einer Eselin. Das soll der Messias sein? Das soll der König sein? Der soll uns retten? Einer, der selbst Hilfe braucht. Die Leute waren enttäuscht. Was gibt es denn da zu freuen? Ein armer König auf einem Esel. Und wir müssen wissen, im Gegensatz zu einem Kriegspferd war damals im Orient der Esel das Reittier des Friedens. Da kommt kein strahlender Held, der die Probleme des Volkes und der Welt mit einem Schlag löst, der die Pandemie einfach wegnimmt in einer Sekunde. Es ist auch kein Superhero wie im Kino, sondern einer, der auf einem Esel sitzt. Wir kennen diesen Bibelabschnitt vor allem im Zusammenhang mit dem Palmsonntag, jener Sonntag eine Woche vor Ostern, den uns Herr Halbgewachs gerade vorgelesen hat. Da reitet Jesus vom Ölberg her kommend auf einem Esel in Jerusalem ein und wird von den Festpilgern begrüßt. Gelobt sei der Sohn Davids, der gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Die Leute sind begeistert, wenn Jesus einzieht. Der wird die Römer aus dem Land vertreiben. Der wird uns Frieden schenken. Uns voranbringen im Volk. Aber diese Begeisterung hält nicht lange an. Der König der Juden wird gekreuzigt, aber dazu später. Hier im Alten Testament ist der Messiaskönig nicht der starke Held, der die Feinde besiegt. Ist kein Kriegsmann wie der König David, der das Reich Israel zu ungeahnter Größe geführt hat. Sondern er ist der Knecht Gottes, wie wir ihn aus dem 53. Kapitel des Jesaja-Buches kennen. Dort ist vom leidenden Gottesknecht die Rede, von dem es heißt, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten, wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und von diesem Knecht Gottes heißt es weiter, er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Der Prophet Sacharja, von dem wir vorhin gehört haben, sieht als erster, dass der Nachkomme von David, dieser strahlende Messias, der einmal alles zum Besten wenden soll, zuerst
leiden muss, bevor er herrscht, bevor er regiert. Wer andere Menschen retten soll, der muss erst selbst gerettet werden. Wer herrschen will, der muss zuerst lernen, arm zu sein, sich helfen zu lassen. Und das wollten die Menschen sich damals nicht sagen lassen. Sie wollten diesen machtvollen, den kämpferischen, den kriegerischen Messias sich nicht nehmen lassen. Und darin hat sich bis heute nichts geändert. Wer Karriere machen möchte, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, der muss sich vermarkten können, der muss sich in Szene setzen können. Er muss erzählen, was er oder sie kann. Wer schwach ist, der wird nicht akzeptiert, der wird rausgeworfen. Und wer schuldig ist, erst recht nicht. Dieser Messiaskönig dagegen ist einer, der Hilfe erfahren hat. Einer, der nicht auf sich selbst vertraut, sondern der auf Gott, auf seinen Vater im Himmel vertraut. Heute feiern wir den ersten Advent und dieses lateinische Wort heißt ja schlicht und einfach Ankunft. Und da geht es nicht darum, dass die beste Freundin gerade kommt oder ein netter Bekannter oder jemand am Bahnhof ankommt. Schon eher geht es um einen großen Bahnhof. Damals bei den Römern sagte man, Adventus heißt, wenn der Herrscher selbst kommt. Etwa wenn er die Provinzen besuchte. Dann zogen ihm die wichtigsten Bewohner der großen Städte in prachtvoller Kleidung entgegen. Dann begrüßten sie ihn schon an den Grenzen der Stadt. Mit Pomp und Gloria begleiteten sie ihn dann in die Stadt hinein. Und ein Kaiser kommt weder allein, noch kommt er zu Fuß. Ein Kaiser, so wie Kaiser Wilhelm zum Beispiel, reitet auf einem prächtigen Pferd oder er fährt in einem prächtigen Wagen vor. Und das bis heute so. Kommt ein Staatsgast zu Besuch, dann wird er schon am Flughafen feierlich begrüßt und mit einer Eskorte an sein Ziel gebracht. Und manchmal muss er dann auch noch eine Ehrenformation abschreiten. Er wird mit ähnlichen Zeremonien öffentlich geehrt. Ehre, wem Ehre gebührt. Viele solcher offiziellen Staatsbesuche können die Pflege von schon bestehenden Freundschaften, die Beziehungen zwischen zwei Ländern sein. Da zeigt man seine Macht als Königreich, als Staat. Und auch Jesus zeigt seine Macht, aber auf eine ganz andere Weise, nämlich indem er auf einem Esel reitet. Und damit setzt er ein Zeichen. Jesus will als der erkannt werden, der schon viele Jahrhunderte voraus, vor seiner Zeit auf der Erde, im Sacharja-Buch angekündigt ist. Aber dieser König ist trotz des anfänglichen Jubels, der seinen Einzug begleitet, für viele eine Enttäuschung, damals wie heute. Das soll der Messias sein? Wir haben was gerade gelesen im Psalm 24. Wer ist denn dieser mächtige König, dem die Tore der Welt geöffnet werden sollen? Und Psalm 24 antwortet, es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held. Es ist der Herr, der siegreiche König. Was ist das, was das Volk Israel immer wieder gebetet hat? Im Tempel, Gottesdienst, in den Synagogen. Das ist das, was das Volk vom Messias erwartet. Stark und mächtig soll er sein. Und das hofften auch die Menschen, die zur Zeit von Jesus lebten. Maria zum Beispiel, seine Mutter. Sie verkündet in ihrem Lobgesang, er stürzt Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf, die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Stark und mächtig gegen die Gottlosen und gegen die Feinde. So stellen sich viele Menschen den König vor. Ja, und Jesus wird auch einmal in dieser
Herrlichkeit regieren. Aber als er zum ersten Mal auf die Erde kam, kam er anders als Friedenskönig. Er schafft Frieden, weil er Sünde nicht nur bestrafen, sondern auch vergeben kann. Das lesen wir auch in Jesaja 53. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dieser Frieden, den der Friedensfürst schafft, der gilt allen Völkern. Darum sollen auch alle Völker auf der ganzen Erde Weihnachten feiern. Diesen König feiern, seinen Frieden als Volk aufnehmen, annehmen, weitergeben. Dieser Frieden gilt allen Völkern, er gilt aber auch jedem einzelnen Menschen. Dir und mir, ihnen. Und das seit nunmehr fast 2000 Jahren, seitdem dieser Friedensfürst gekreuzigt wurde und auch auferstanden ist. Und dazu sind wir eingeladen, mit ihm Frieden zu schließen. Er hat es ja für uns getan. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt und darauf besinnen wir uns, sein erstes Kommen, jetzt in dieser Verheißung, die uns der Prophet Zacharja übermittelt hat an diesem ersten Advent. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir alle mit ihm neu anfangen können. Er schenkt uns Frieden mitten in allem, was uns so umtreibt. Mitten in der Corona-Krise will er unser Herz erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Nähe. Sodass wir auch als erneuerte Menschen mit einer erneuerten Beziehung zu ihm und untereinander, auch als Gemeinde, auch als Gemeinschaft hier vor Ort in Höpfigheim, in dieses neue Kirchenjahr hineingehen können. Und deshalb können wir auch voller Freude dies tun, weil Jesus auf uns zukommt. Er ist nicht nur einmal zu Weihnachten auf die Welt gekommen und er wird nicht nur einmal wiederkommen, sondern er will uns an jedem Tag neu begegnen. Es ist eine Freude, wie bei der Hochzeitsfreude der Frauen, wenn der Bräutigam im alten Orient seine Braut abgeholt hat. Im Tanz und im lauten Jubelruf wird der Bräutigam begrüßt. Die Männer, die den Bräutigam zum Haus der Braut begleiten, blasen in lauten Tönen ihre Trompeten. Alles ist in Festjubel, denn der Bräutigam ist da. Der wird einmal kommen in Macht und Herrlichkeit. Aber er will uns auch jetzt schon in dieser Niedrigkeit, in dieser Einfachheit, wie wir es gehört haben, wie es damals war in Jerusalem auf dem Esel, begegnen. Er kommt in unsere Trauer hinein, in unser Leid, in unsere Lasten. Und er will uns zur Freude führen. Er begleitet uns an jedem neuen Tag, im neuen Kirchenjahr. Er trägt wie der Esel unsere Lasten, schenkt uns neue Freude in unsere Herzen hinein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und mit dem nächsten Lied wollen wir unsere Türen unseres Herzens für ihn öffnen. Thank you.
sein. Die anderen vier auch noch. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gewehr. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger Gott, du bist das Licht der Welt. Du willst die Welt hell machen. Darum bitten wir dich, leuchte in unsere Dunkelheiten hinein. Stell unser Leben in dein freundliches, in dein tröstendes Licht. Sende dein Licht aus und erleuchte die in Staat und Stadt Verantwortung tragen. Unsere Bundesregierung und die Landesregierung, unsere Bürgermeister und die Stadträte. Zünde ein Feuer an, wärme die an Körper und Seele frieren.
Lass sein Licht aufgehen denen, die keinen Ausweg mehr wissen. Zeige einen Funken Hoffnung denen, die trauern, die kaum Trost finden. Und lass uns im Licht der Adventskerzen deine Nähe spüren. Mit den Worten deines Sohnes beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Bekanntmachungen für den heutigen Sonntag. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und an Michael Stengel für die schöne musikalische Begleitung. Das Opfer vom 22.11. betrug 184,21 € für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Das heutige Opfer ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt. Es sind vorher auch Flyer verteilt worden dazu. Nächsten Sonntag, am 6.12., den zweiten Advent, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Jasmin Brodbeck. Nach dem Gottesdienst hat der Büchertisch nochmal geöffnet. Da eine Zusammenkunft nicht möglich ist, hat die ökumenische Gruppe Kreuz und Quer ein alternatives Adventsfenster konzipiert. Ein schön gestaltetes Fenster unseres Gemeindehauses lädt ein zum Verweilen, zur Besinnung, zum Freuen und Staunen. Auch ein Impuls erwartet die Besucher. Lassen Sie sich ab heute zu einem Besuch dieses Ortes einladen. Das Fenster ist während der gesamten Adventszeit geöffnet. Am schönsten strahlt es in den Abendstunden. Jungschar to go. Jeden Mittwoch, Montag bzw. Mittwoch um 18 Uhr zur normalen Jungschar-Zeit werden Kartons vor das Gemeindehaus gestellt. Hier können sich die Kinder entsprechend ihrem Alter Umschläge abholen. In jedem Umschlag befindet sich eine Bibelarbeit und eine Aktion. Der Umschlag darf nach Hause genommen und behalten werden. Jede Woche werden die Boxen mit neuen Umschlägen befüllt. Bei Fragen können sich Eltern und Kinder an ihre jeweiligen Jungschau-Mitarbeiter wenden. Kommt vorbei und lasst euch jede Woche neu überraschen. Als Nachspiel hören wir noch ein Adagio von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ich will die Gelegenheit nutzen und auch noch kurz was sagen. Ups. Wir haben auch dieses Jahr wieder ein Krippenspiel. Wir haben jetzt heute Morgen schon angefangen, uns zu treffen. Es sind aber noch Plätze frei, sage ich mal. Also wenn ihr noch welche kennt, die Krippenspiel mitmachen. Wir machen dann im Endeffekt das Krippenspiel am Heiligabend um 17.30 Uhr im Pfarrgarten. Es ist ein kurzes, kompaktes und alle Kinder sind herzlich willkommen. Und dann haben Sie sicherlich auch schon gehört von dieser Aktion Höpfigheim singt im Advent, die ja heute Abend um 18 Uhr angelaufen ist und jetzt an jedem der Adventssonntage stattfinden soll. Es ist eine schöne Initiative, hinter der wir als Kirchengemeinde stehen. Der Posaunenchor beteiligt sich daran, unsere Grundschule, die Kindergärten, der eine oder andere Verein. Heute Abend war zum Beispiel Frau Wittmann mit ihrer Familie hier. Es war ganz toll, wie die gesungen haben und mit der Gitarre begleitet haben. Wir wollen einfach von unseren Häusern aus Hoffnungsträger sein. Einfach eine Kerze auf das Fenstersims stellen, die das Fenster öffnen und
die Lieder, die über Herrn Heck, unseren Ortsvorsteher, verbreitet werden, die wir auch über einen Mailverteiler weitergeben, einfach von unseren Häusern her singen. Ein Kinderlied ist immer dabei, ein oder zwei Adventslieder. Also lassen Sie sich überraschen und machen Sie ruhig mit. Ich denke, das ist ein sehr schönes Hoffnungszeichen für unser Dorf, für unsere Höpfigheimerinnen und Höpfigheimer. Nun geht in diesen Abend hinein, in diese Woche und auch in diese Adventszeit unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.